Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum dritten und letzten Mal senden wir heute aus dem Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Hier sind Sie schon mitten in den Vorbereitungen für Silvester. Und auch wieder mit dabei ist natürlich unser Küchenchef, Armin Amrain. Guten Abend miteinander. Tanja, du findest mich in der Küche, denn ich habe für Sie eine süße Überraschung parat. Tschüss. Bis nachher, Armin. Ja, und das Jahr ist ja wirklich schnell vorbeigegangen und schon steht wieder das Nächste vor der Tür. Wir wollten von euch wissen, was ihr euch für 2005 vorgenommen habt. Mehr Zeit, mehr geniessen. Es kommt, wie es muss. Probiert aufzuhören zu rauchen, oder? Das Gewicht probieren zu behalten. Hauptsächlich für die Familie da sein. Nein, ich nehme mir nichts vor. Ich will so weiterleben wie im alten Jahr. Gerade in diesen Tagen sind Reisen z.B. in tropische Länder sehr beliebt. Während der Ferien lernt man allerhand exotische Köstlichkeiten kennen und möchte auch daheim japanisch, chinesisch oder thailändisch kochen. Bei Coop treffen jetzt wieder täglich frisches Gemüse und exotische Früchte ein. Sorgfältig ausgewählt und fachgerecht verpackt, ohne Qualitätsverlust dank modernsten Transportsystem. Exotische Früchte und Glace ergänzen sich ausgezeichnet. Und da trifft es sich ja gut, dass es bei Coop jetzt 5 Rahmglace in cremiger, neuer Qualität gibt. Jamaika, Schokolade, Kaffee, Tropical und Vanille Bourbon mit echtem Vanille aus Madagaskar, anstatt dem künstlichen. Und diese Glace ist genau richtig für Armin sein Dessert. Für das feine Dessert brauchen wir eine Ananas, die ich zuerst schäle. Die geschälte Ananas in Scheiben schneiden und den Strunk ausstechen. Die Scheiben in zerdrückten schwarzen Pfefferkörner wenden und in einer beschichteten Pfanne anbraten, bis sie leicht Farbe haben. Dann den Rohrzucker drüber streuen und mitbraten, bis er leicht karamellisiert. Orangensaft dazugeben. Und köcherle, bis der Karamell leicht sirupartig ist. Und zum Schluss mit ein bisschen Orangenlikör parfümieren. Es duftet. Und dazu servieren wir ein Vanille Bourbon Glace. Das Rezept findet ihr übrigens auch im Internet auf www.coop.ch/rezepte. Wie alle exotischen Früchte schmeckt auch die Ananas am besten, wenn man sie ausgreift, süß und saftig, möglichst kurz nach der Ernte essen kann. Bomarts Farm in Ghana gehört zu den modernsten Plantagen in Afrika. Die Produktion und Auslieferung der Max Havelaar Ananas richten sich ganz nach den Bedürfnissen von Coop. Der Reifeprozess wird genau beobachtet. Erst wenn der Höhepunkt erreicht ist und die Frucht die afrikanische Sonne voll genützt hat, wird mit Ernte angefangen. Von jeder Frucht, die Coop verkauft, kommen neben dem garantierten Mindestpreis 7 Rappen in einen speziellen Fonds. Das Geld wird durch die Mitarbeiter der Farm selber verwaltet. Zum Beispiel für die selber geführte Kantine, Darlehensprojekte oder Ausbildungskurs. Ihr selber könnt jetzt auch profitieren. Neben zahlreichen Produkten aus dem Festtagsangebot offeriert euch Coop jetzt die Ananas von Max Havelaar zum Aktionspreis. Das war es auch schon wieder für heute. Das Coop-Studio ist ab dem 5. Januar mit einem neuen Konzept wieder für euch da. Und wer weiß, vielleicht seid ihr ja dann wieder dabei. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vor allem einen guten Rutsch und viel Glück im 2005. Auch ich wünsche Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Toi, toi, toi und einen guten. Guten. Einen guten. Dir auch, danke. Danke.